Und jetzt ist sie hier, Sascha Koller. Danke, ich habe das gar nicht gekannt. Über die Aufnahmen, ne? Vieles habe ich gar nicht, nie gesehen, aber da freut man sich selber, weil das ist ja so lang her, eigentlich herrlich. Hm? Ja, so lang her, sagen Sie gerade. Sie waren letztes Jahr hier, das weiß ich noch ganz genau, wir haben ein sehr schönes Gespräch zusammen gehabt, aber danach ist etwas passiert, über das wir noch sprechen müssen. Sie hatten einen runden Geburtstag, Sie sind 80 Jahre alt geworden. Hey. Hallo. Ich habe von der Zahl immer Angst gehabt. Ich habe immer gedacht, 80, das ist ein Albtraum. Das ist also dann schon, ja, ziemlich da hinüber. Gott warte noch ein bisschen. Ja, das tut er, glaube ich. Es war schon ein Schock zu wissen, dass man 80 geworden ist. Trotzdem, ich habe meine Freunde um mich gehabt, die sind sehr viel jünger zum Teil, weil ich ja in einem wunderbaren Beruf bin. Musical ist eigentlich die Erfüllung jedes Schauspielers, jedes Tänzers und Sängers. Natürlich, wenn ich in der Oper singen würde, das aber habe ich auch ganz, wie ich jung war, gemacht. Aber Musical ist eigentlich das Leben. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich so schöne Rollen gehabt habe, dass ich also wirklich meine Gefühle auf der Bühne loswerden konnte. Mhm. Wer hat denn schon so ein Glück und kann auf die Bühne gehen und gelitten den ganzen Tag, weil da irgendwas nicht gestimmt hat. Mit mir war ich immer unzufrieden. Und dann gehst du auf die Bühne und weißt, du kannst jetzt eine Rolle spielen, im Mann von La Mancha zum Beispiel, die Dulcinea. Da kannst du am Anfang richtig ein brutales, hartes Weib sein und alle niedermachen. Und am Schluss wird sie durch die Liebe des Don Quixote ein Engel. Und das ist so schön. Sie haben gerade was gesagt, da habe ich aufgemerkt. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer auch in dem Moment gedacht haben, Moment, Sie haben gesagt, Sie waren nie zufrieden mit sich selbst. Ja, nie. Dabei wirken Sie wie eine wirklich extrem selbstsichere Frau, die mit sich im Reinen ist. Nie war ich das. Das war gespielt. Das ist vielleicht die Disziplin, die Technik, die man durchlernt als Schüler. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war immer bei sehr guten Privatlehrern. Denn eine Schule, wenn wir uns leisten können, ich war sehr in bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Die Mama war in Kanada, mein Bruder in Texas. Ich war immer alleine. Und da war ich in Wien in einem Heim, nicht einmal in einem Internat, sondern in einem Heim. Aber die haben mich alle sehr lieb gehabt, weil ich ihnen vorgetanzt habe. Und ich war schon damals in der Ausbildung, im Tanzausbildung. Und Sie waren doch sicherlich auch damals schon dieses, ich sag mal, hell leuchtende Wesen, oder? Sie haben ja eine Ausstrahlung, da wird man ja fast so, wow, wie von so einem Lichtstrahl. Das habe ich gar nicht das Gefühl. Ich denke immer, du lieber Gott, ich möchte so gern anders aussehen, als ich aussehe. Aber was würden Sie verändern? Sie sind so eine tolle Frau. Alles, an meinem Gesicht, alles. Ich bin sogar mit meinem Körper unzufrieden, und obwohl der so viel hergibt. Ich turne immer noch, mache meine Ballettsachen. Aber ich möchte also wirklich, gern den Sie müssen uns jetzt nicht beleidigen, Frau Koller. Die habe ich heute zugeschaut, wie wir da gekommen sind, und habe gedacht, so ein Apfel, wie eine Natur. Obst, Apfelgesicht, ein schönes. Und das ist meine neue Pressesprecherin. Ich habe ein schönes Apfelgesicht. Und da haben wir gedacht, dieses Gesicht, diese kleine Nase. Warum, lieber Gott, habe ich so eine Nase gekriegt? Jetzt mit diesen verdammten Masken sieht man sowieso lächerlich aus. Wobei, also, die verstecken ja die Nase, wenn man damit ein Problem hat. Ne? Ja, aber da kriege ich keine Luft. Mit. Das stimmt, wenn man dann, ich finde das so traurig, ist auch nicht gut, dass wir uns so unterwerfen müssen, dass wir jetzt ununterbrochen Masken tragen müssen. Weil ich glaube an das ganze Covid? Corona heißt es. Ich danke, ich bin schon so unglücklich. Alles ist verboten, was man macht. Alles, das darfst nicht und das darfst du nicht. Und jetzt, ich glaube, dass ein freier Mensch, der wie ich so frei ist und sein Leben gestaltet hat, mag das nicht. Ununterbrochen dieses Also ich Zeug glaube schon, dass Corona eine Bedrohung ist für viele. Ja. Und wir haben ja auch Sterbe- und Todesfälle en masse. Obwohl wir in Deutschland sehr gut dabei weggekommen sind, weil ich noch im internationalen Vergleich. Aber die Einschränkung der individuellen Freiheit, die ist natürlich ein Thema. Und das beschäftigt ja alle. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sehr darunter leiden, dass Sie nicht reisen können, weil, also das haben Sie mir vorhin im Vorgespräch erzählt, weil Sie das Gefühl haben, die Zeit läuft Ihnen so ein bisschen weg. Ja, also spielt das Alter da eine Rolle, dass Sie das ganz viele Punkte noch auf der Bucketlist und jetzt ist Corona und man kann das nicht tun, was man machen möchte? Das Alter ist schon etwas, was man erlernen muss. Also man kann es nicht so leicht hinnehmen. Mhm. Ich habe es wirklich nicht leicht, mit diesem Alter fertig zu werden, weil ich eben so viel noch mache.
Ich bin ja Tag und Nacht unterwegs und ich bin also immer überall noch dabei. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt jetzt dranbleiben. Ich habe gar nicht gedacht, dass das einmal so wird für mich, dranbleiben. Wenn wir nicht dranbleiben, sind wir in 2 Monaten weg vom Fenster. Es ist wirklich eine komische Zeit. Du musst mitmachen, dann bist du auch überall dabei. Und ich bin ja ein Mensch, der immer Menschen um sich hatte. Und jetzt dadurch, dass ich keine Rolle mehr spiele am Theater, das ist ja auch mit 80, die alten Rollen geben sie mir noch nicht. Und die werden sie mir demnächst geben, hoffentlich. Alte Mrs. Higgins in Verledi könnte ja ich jetzt die Alte spielen und nicht. Ja, man merkt, sie haben noch viel vor. Da steht einiges auf der Liste. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, weil ich es so eingeteilt habe, dass es mir eigentlich jeden Tag Freude macht, auf der Welt zu sein. Mhm. Und ich lasse mich nicht beeinflussen von den Medien. Mhm. Die Medien machen uns ja jetzt ein bisschen so nieder und krank. Warum muss ich jeden Tag nur von diesem Virus hören? Ja, wir haben früher genauso alle unsere Virus gehabt und naja, Krankheiten. So eine Pandemie, wie wir sie jetzt haben, haben auch Sie in Ihrer Lebenszeit noch nicht erlebt, weil als die spanische Grippe grassierte, waren Sie noch nicht auf der Welt. Ah ja, das ist ja so lang her. Das ist schon das sehr ist lang her. Über 100 Jahre. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zum Anfang unseres Gespräches, und zwar zu der Ausstrahlung, die Sie haben. Weil ich mir gerne ein paar ganz konkrete Tipps abholen würde. Sie haben ja gerade Ihr Buch auch schon mal angesprochen. Da habe ich auch einige Tipps rausziehen können. Wie ist es denn zum Beispiel, also wenn wir jetzt wirklich mal so durchgehen, also wir Frauen sitzen jetzt vor dem Fernseher und denken sich, oh, mit 80 möchte ich auch so aussehen. Was ist mit teuren Cremes? Da wird uns ja immer erzählt, dass wir die alle kaufen müssen. Benutzen Sie sowas? Also wenn Sie mich ansehen, dann werden Sie ja sehen, diese tollen Cremes, die ich mir leisten könnte, nützen gar nichts. Wichtig ist, dass du die Einstellung von innen hast, dass du mit dir selbst in Zufriedenheit lebst und dass du dich sehr viel pflegst. Das wird im Alter noch mehr. Man muss also als junger Mensch, habe ich mir in der Früh geduscht, am Abend geduscht und zwischendurch war ich halt mit Schminke drauf und noch einmal Schminke, weil ich ja viel gearbeitet immer habe. Heute muss man schon bewusst wissen, dass man sich sehr pflegen muss und sehr viel. Und die Falten kommen trotzdem. Aber ich habe damit gelernt zu leben, dass ich mir einbilde, meine Falten gehören ja dazu. Denn jeder weiß, bei mir weiß jeder, wie alt ich bin, weil es ja jeden Tag in den Medien steht, in Klammer 80. Also jetzt wäre ja schon bald 81. Jetzt wird es schön. Mit 83, dann starte ich noch einmal in einer tollen Rolle, die ich mir vielleicht selber schreibe oder einen Abend mache, den ich dann wieder selber gestalte. Es gibt ja viele Frauen, die sagen, ich nutze einfach die Möglichkeiten der Technik und probiere Botox aus oder unterspritze mein Gesicht. Das wäre ja alles nichts. Sie haben immer gesagt, das machen Sie nicht. Nein, ich bin ein Mensch, der mit Natur lebt, die Natur. Ich umarme meine Bäume. Ich habe mir so viele Palmen gepflanzt, so klein. Jetzt haben sie mich alle überragt, sind alle 15 Meter hoch. Dann stehe ich dort neben dem Palme so in der Hand in Portugal. Und da hole ich mir so viel Kraft. Und ich habe auch zum Beispiel viele Katzen, die bei mir, weil die kriegen immer was zum Fressen. Ach, Tiere sind ich bin aber keine Katzenmutter. Aber meine Tiere, wenn sie mich dann in der Früh so gierig anschauen und schon warten, dass ich ihnen was zum Essen gebe. Und ich gebe ihnen jedes Mal. Und es wird jede Woche 2 Katzen mehr. Jetzt fange ich schon an, um Gottes Willen, ich bin doch keine Katzenmutter. Also das ist ja wirklich beängstigend. Ich habe heute hier in Bremen gesehen, wie schön es ist, da gibt es einen Platz, wo ein großes Zelt aufgebaut ist und wo so viele Menschen um Suppe anstehen. Mhm. Das hat mich so getroffen, weil ich kann mich noch gut erinnern, dass auch ich in einer Zeit gelebt habe, wo wir kaum was zum Essen hatten. Und das habe ich heute bemerkt, wir ignorieren das so. Und das hat mich so betroffen. Ich habe dann auch Geld gegeben. War eine Mutter, 4 Kinder hatte sie, so ein fremdes Mädchen, ich glaube, sie eine Inderin war sie, und hat 4 oder 5 Kinder gehabt und ein Baby war auch noch dort. Und der habe ich dann Geld gegeben, so viel Dankbarkeit, wie die mir gegeben hat. Und wenn man gibt und immer wieder mit den Menschen lebt, erlebt man nur das Positive, dass man strahlt, weil man spürt, dass man was Gutes getan hat. Und ich glaube, alle Menschen sollten daran denken, wir sollten was Gutes tun. Das ist so wichtig, das kommt dann zurück. Ich würde gerne mit Ihnen noch mal sprechen über die Zeit mit Helmut Zilk. Wir haben ja vorhin schon im Film gesehen, Sie waren 30 Jahre mit dem Wiener Bürgermeister verheiratet. Ja, 34. 34 sogar. Und in dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. Und wir haben in den Archiven des ORF
des österreichischen Senders etwas gefunden, was wir Ihnen gerne vorspielen möchten. Und erklären Sie uns, was da passiert ist. Gut. Bitte schön. Enflammée, also ich war so begeistert von ihr. Die war ganz entzückend. Für mich unvergesslich. Sie waren aber auch begeistert von Prinz Charles, richtig? Ja. Ja, wir haben da nämlich noch einen Ausschnitt gefunden. Also ich muss ehrlich gestehen, er ist wirklich ein ganz, ganz zauberhafter, netter, gescheiter Mann und unglaublich charmant, wird in den Medien immer runtergemacht. Ich weiß nicht warum. So eine nette Tischbegleitung habe ich selten gehabt wie ihn. Was ist denn damals passiert? Und da schon so gelacht. Er hat sich diesen roten Kaviar, und wenn der so lange steht im Rathaus, bis das endlich das Abendessen beginnt, ist der trocken. Und wenn man den isst, bleibt er zwischen den Zähnen stecken. Und auf einmal merke ich, wie er mit den kleinen Fingern da so herumfusselt. Und mir, wie immer, passiert ein Fauxpas. Und ich sage, do you need my finger? Und erst, das ist aber ein gängiger Satz gewesen bei uns im Ballett. Wenn einer weh hat, haben wir Akupunktur Drücker gemacht und beim da und so. Und darum sage ich, do you need my finger? Und wie ich das gesagt habe, war es ja schon heraus und sagte, oh, I'm so sorry, dass er sich so schlecht benimmt und so weiter. Aber da hat er mir erklärt, dass der Kaviar in den Zähnen steckt. Und dann sage ich, was, das, dieser herrliche rote Kaviar? Auch, und auf einmal konnte er auch nicht mehr sprechen. Jetzt haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und auf der rechten Seite war eine Reihe voll nur Journalisten, die alles fotografiert haben. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, die einzige Möglichkeit ist jetzt nicht, dass wir es so machen, sondern dass wir da das Tischtuch bis zum Boden, machen wir ein bisschen, einen Moment das Tischtuch hoch, so, und dann bist du befreit. Oh, that's a good idea. Und wir machen das. Ich gehe aber leider auch da auf die linke Seite runter. Er geht auf die rechte Seite. Boom! Stoßen unsere Köpfe unterhalb zusammen. Natürlich sind wir beide rausgekommen und haben uns einmal nur tot gelacht, weil das war wirklich zu komisch, dass man unter den Tisch geht, um die Zähne freizumachen von Kaviar, dass wir uns den Kopf auch noch so stoßen. Das haben ja auch alle Journalisten gesehen, ne? Die alle. Das Ganze beobachtet haben. Naja, das war dann wie ein Maschinengewehr. Die Fotografen haben alles fotografiert. Und am nächsten Tag... Ist es richtig, dass man Ihnen dann fast eine, schon eine, ja, Affäre unterstellt hat? Die haben dann geschrieben am nächsten Tag, wir haben uns ein Rendezvous da unten ausgemacht. Ich meine, die Fantasie der Fantasisten, der Journalisten ist ja wunderbar. Sollen sie so fantasieren, dann liest man wenigstens noch die Medien. Früher sprach man vom Bratkartoffelverhältnis. Bitte? Früher sprach man vom Bratkartoffelverhältnis. Das wäre dann ein Kaviarverhältnis. Ja, das war ein Kaviar. Ist etwas Besonderes. wobei, ich glaube, also weil einige von uns ja in dieser Runde für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, der Kommentar zu diesem Bankett ist groß. Einzigartig. Man würde denken, das ist Realsatire. Ja. Das war aber ernst. Ja. Das war der Respekt, glaube ich, vor dem Königspaar, ne? Das so Staatstrauen. Die waren aber auch wirklich nett. Also ich muss sagen, für mich eine wunderschöne Erinnerung, die zwei. Wir haben immer so tolle Gäste gehabt und habe da viele sehr, sehr schöne Erlebnisse durch die Ehe mit meinem Mann gehabt und auch Menschen kennengelernt, wo man wirklich in den Medien Schlechtes über sie liest. Und das war schon was Besonderes, wie die in Wien waren, eine ganze Woche. Und er war ja jetzt wieder in Wien vor einem Jahr. Haben Sie sich da wieder getroffen? Ja, na, nicht getroffen, aber im großen Bankett in der Hofburg. Wie er an mir vorbeigegangen ist, er stehen geblieben. Wir haben wieder nur gelacht. Was soll man machen? Soll man darüber weinen, was da passiert ist? Damals, die Medien haben schon eine schlimme Geschichte draus gemacht. Die haben ein Jahr lang bei mir in Portugal angerufen und haben geglaubt, er ist bei mir in Portugal. Er war auf den Azoren. Er hat da irgendein Zuhause auf den Azoren. Und mich haben sie angerufen, ob er jetzt bei mir ist. Und also wirklich, im Grunde, wenn man raffiniert ist und ein Buch neu rausbringt, wäre das eine gute Reklame. Aber das, ich meine, es war alles bei mir ist ein bisschen verrückt, aber das ist ja Gott sei Dank so schön. Also ich könnte verstehen, wenn Prinz Charles bei Ihnen gewesen wäre in diesem Jahr. Vielen Dank, Dagmar Koller, gerne, für das Gespräch.